Bleiben wir noch einmal bei den Werten der Rekos, die sich explizit auf konservative Werte berufen. Stehen die nicht in einem Spannungsfeld zu den von der EU propagierten Werten wie Freizügigkeit? Sie stehen zum Teil in krassem Widerspruch. Wenn man sich im EU-Parlament die öffentlichen Räume ansieht, dann sieht man hier kein einziges Kreuz, geschweige denn ein Kruzifix. Aber was Sie sofort sehen, ist, wenn Sie das Haus in Straßburg betreten, über den Eingang Winston Churchill, eine freimaurerische Steinsetzung. Damit deklariert man auch gleich, welcher Geist hier herrscht. Das heißt also, die EU ist die Contradictio zu allem Christlichen. Das ist nicht das, was man den Leuten versprochen hat, dass das eine Art Form christliches Abendland ist. Ganz im Gegenteil, sie formulieren es ausdrücklich, dass sie das nicht wollen. Das war nicht nur bei der Frage des Gottesbezuges beim Verfassungsentwurf der Fall oder bei der Bestellung von Organwaltern wie dem Herrn Buttiglione, der für die Kommission abgelehnt wurde, weil er persönlich und privat sein katholisches Weltbild geoffenbart hat. Nein, das geht ja auch Richtung Türkei. Es gibt ja in der Türkei-Debatte die eindeutige Aussage aller namhaften Repräsentanten der Europäischen Union, diese EU sei kein Christenclub. Und damit sagt man genau das Gegenteil von dem, was wir als Rekos sagen. Wir sagen, diese Europäische Union fußt und wurzelt ausschließlich im Christentum. Dieser Kontinent wäre gar nichts geworden. Wir wären heute ein Landfortsatz der euroasiatischen Landmasse, wenn es nicht das Christentum gegeben hätte. Dann hätten wir diese kulturelle Blüte gar nicht erreicht, die Europa früher zustande gebracht hat. Aber heißt das jetzt, dass alle christlichen Länder zu Europa gehören? Das heißt zunächst einmal nur, dass wir als neben der territorialen Abgrenzung auch eine Werteabgrenzung vornehmen müssen. Das meine ich insbesondere Richtung Türkei. Die Türkei ist als muslimisches Land nicht Europa und wird nie Europa sein. Die Türkei gehört weder geografisch zu Europa, noch gehört sie kulturell zu Europa. Sehr wohl gehören aber andere Länder im Osten zu Europa. Ob sie dann irgendwann zur Europäischen Union kommen, ist wieder was anderes. Aber ich zähle Russland immer noch zu Europa und Russland gehört auch zu Europa. Russland ist Teil des europäischen Wertekonsens. Wieso kommt Erdogan in den Medien besser weg als Putin? Weil er schlicht und einfach NATO-Mitglied ist. Die Türkei ist NATO-Mitglied, er ist ein verlässlicher NATO-Partner und die Welt wird in dieser, auch in Europa leider, nach den amerikanischen Vorgaben aufgeteilt in Gut und Böse. Gut sind alle, die in der NATO sind und böse sind alle, die nicht in der NATO sind und die den amerikanischen Interessen im Wege stehen. Und das ist die Aufteilung, die Frau Merkel 1:1 nachvollzieht. Sie ist ja der Schick-Girl der Amerikaner. Sie geht nach Washington, um dort vom Herrn Obama ihre Befehle zu empfangen. Sie macht genau das, was die Amerikaner von ihr wollen, von einer eigenständigen Politik. Der Deutschen kann ja keine Rede mehr sein.